Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich muss noch einige Sachen erledigen. Ja, ja, so sieht's aus. Ansonsten filme ich gerade noch mit meiner alten Kamera. Aber mein neues Baby kommt heute. Und dann zeige ich euch natürlich, was schon angekommen ist. Ist das passende Tripod. Dazu, damit kann man dann die Kamera steuern, zoomen und so weiter und so fort. Das ist extra für die Kamera gemacht. Und das war so in einem Angebotspreis. Normalerweise kostet das Ding nochmal 130 Euro. Aber wenn man die Kamera mit dem Ding gekauft hat, hat das Ding nur 40 Euro gekostet. Genau, deswegen, ja, das kam schon an. Jetzt freue ich mich, dass heute meine andere Kamera kommt. Also meine neue. Ist ja das Weihnachtsgeschenk von meinem Freund an mich. Ich freue mich sehr, es auszuprobieren. Ja, ansonsten habe ich dann ab heute noch Urlaub für 3 Wochen. 3 Wochen Urlaub, aber ich habe sehr viel zu tun und wie ihr wisst, fahre ich am ersten Weihnachtsfeiertag in die Schweiz zu meinem Freund. Bleibe dann da bis nach Neujahr. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen. Wie gesagt, ich habe ihn seit Mitte Oktober nicht mehr gesehen und ihr könnt mir gerne Hasskommentare jetzt runterschreiben und was für ein schlechter Mensch ich bin, dass ich jetzt in die Schweiz fahre zu dieser Zeit. Aber wie gesagt, wir haben uns wirklich dran gehalten bis jetzt, haben uns seit Mitte Oktober nicht gesehen, aber irgendwann reicht es auch und ich, also wie gesagt, wir werden uns jetzt nur dann sehen, weil im Januar und im Februar wird es wieder schwierig, weil ich erstmal umziehe und er muss für seine Prüfung lernen. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt dann die 2 Wochen sein, wo wir uns sehen und dann sehen wir uns wieder 2 Monate nicht. Ja, schwierige Zeiten, aber das schaffen wir schon. Ansonsten kommt heute Abend noch die Brina wieder mal vorbei. Wir müssen nämlich die ganzen Gewinnspiele verschicken. Mhm. 3 Gewinnspiele werde ich gleich, also später noch wegbringen, weil die sind bei mir ganz in der Nähe. Das mache ich dann persönlich. Falls ihr den Vlog dann anschaut, liebe Grüße. Genau, dann kommt die Brina heute Abend. Morgen machen wir noch ein paar Fotos, Video. Machen wir nochmal die Duschjellies als Video. Für diejenigen, die den Livestream verpasst haben. Ja, also wieder vollgepackt dieser Vlog. Ich weiß noch nicht, wie lange gehen wird. Wahrscheinlich vor Weihnachten mache ich einen Cut. Und dann wird es ein Weihnachtsvideo geben und wie ich dann in die Schweiz fahre. Genau. Ihr wolltet ja auch Tipps oder ich soll euch zeigen, wie ich meine Kisten packe und ob ich Tipps habe. Das mache ich auch noch. Ja, aber ich zeige euch erstmal, was in meinem Adventskalender drin war, wie immer. Einmal der Pasta Allrounder. Dann ein Pilzpfannengewürz und zu guter Letzt das Hackfleischgewürz. Das war heute drin. Genau. Als nächstes Rituals. Jetzt wird es wieder hier dunkel. Ich muss mich mal drehen zur Sonne. Heute ist so schönes Wetter, heute scheint die Sonne. Übrigens wird meine neue Kamera, also ich gucke hier immer so ein bisschen hoch, weil der Bildschirm, wo ich mich sehe, ist bei der Kamera oben. Und bei der anderen wird es seitlich sein. Da muss ich mich, oh, das wird so schwierig, sich drin zu gewöhnen. Ja, ansonsten bei Rituals war einmal eine Body Cream drin, die Balancing Body Cream mit Rose und Himalaya Honig. Dann einmal ein Hair and Body Mist, also so ein Duft, den man sich dann einsprüht und dann riecht man gut. Und heute war ein Deo drin. Ich glaube, das riecht auch. Ich muss das mal riechen. Ich hatte ja schon mal den Badeschaum jetzt drin. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich. Das war eine Waschmaschine übrigens. Ja, riecht schon männlich. Aber kann ich auch benutzen. Übrigens wasche ich gerade meine Spill-Jerseys. Da kriege ich auch super, super viele Nachrichten immer, wie ich meine Spill-Jerseys wasche, dass sie nicht kaputt gehen. Also ich wasche erstmal auf links. Dann bei Handwäsche. Also die meisten, ich denke mal, alle Waschmaschinen haben die Funktion Handwäsche. Genau, und dann wasche ich sie einfach auf links mit Handwäsche auf 30 Grad mit so wenig Schleudern, wie es geht. Mit Perwoll. Für Wolle. Also für Wolle und Feines, genau. So wasche ich meine Spill-Jerseys. Und bisher hat das immer sehr gut funktioniert. Also mein Tipp an euch. Weil ich echt immer so oft Kommentare habe oder Nachrichten bei Instagram. Ja, wie machst du das denn mit deinen Spill-Jerseys, dass sie nicht so kaputt gehen und so mit der Schrift. Also bisher bin ich mit dem Verfahren ganz gut klargekommen. Ja, ansonsten kommen wir zur Badefee-Adventskalender. Da war drin, was ist denn, 16. Da war eine Badepraline Rose. Riecht auch sehr, sehr gut. Ich liebe ihr Rosenduft. Dann bei 17 war sowas hier drin und so eine Ampulle.
Das ist, glaube ich, das ist eine Compressed Mask. Also das heißt, wenn man das ins Wasser legt, wird das so eine Gesichtstuchmaske. Und dann tropft man das wohl da drauf oder mit ins Wasser. Ich bin mir noch unsicher, aber genau, so soll das anscheinend funktionieren. Und heute war eine Handseife drin mit Zimt. Zimtzauber. Genau. Ja, ansonsten kann ich euch noch zeigen. Ich habe gestern nämlich mein Regal angefangen auszuräumen. Ja, so sieht's aus. Mein Disney-Deko-Regal. Die ganzen Bücher oben, die goldenen sind weg. So ein Funkus und die meisten Figuren. Das ist jetzt auch hier nur so ein vorübergehend reingestellt. Genau, also es ist echt leer. Ich bin ja so jemand, ich behalte irgendwie alle Kartons von Sachen, die ich mal gekauft habe. Also so hochwertige Sachen. Hier einmal meine Kopfhörer, dann hier mein Osmo Pocket, Gimbal fürs Handy. Habe ich hier noch meine andere Kamerabox. Sowas behalte ich immer, weil ich denke mir immer, okay, irgendwann willst du es vielleicht mal verkaufen. Das ist immer besser im Originalkarton. Aber es ist natürlich auch Platz, ne? In der jetzigen Wohnung konnte ich mir das natürlich leisten mit dem Platz, weil wir haben echt viel Platz auf dem Dachboden gehabt für sowas. Ich muss mal gucken, ob ich das in der neuen Wohnung beibehalten kann. Mit dem ganzen Aufbewahren. Mal sehen. Aber ansonsten, ja. Hier ist schon sehr, sehr viel weg. Da hinten sind schon ein paar Klamotten weg. Also, ja, so langsam wird es leerer. Aber ich muss ja noch meinen Dezember-Haul hier drehen. Deswegen hängen noch alle Ohren. Aber ja, nach dem Haul wird auch alles hier abgebaut und verpackt. Eine Kamera ist noch nicht gekommen, aber andere Pakete und schöne Sachen, die zeige ich euch nämlich jetzt. Einmal dieser schöne Zug, also sind so Schälchen von Shop Disney. Den hat die Heidi wieder für mich ergattert, die nachtaktive Eule. Die hatte ja schon das Lebkuchenhaus für mich gekauft, nachts um 4. Und den Zug hat sie wieder ergattert. Er war dann auch noch online, als ich dann irgendwann wach war. Aber da sie ihn schon bestellt hatte, wollte ich ihn jetzt nicht nochmal bestellen. Deswegen einmal der schöne Shop Disney Zug. Ist wirklich toll mit den Details. Upp. Stelle ich jetzt erstmal unter den Weihnachtsbaum und nächstes Jahr gucke ich mal, wo ich ihn hinstelle oder für was ich ihn benutze. Weil das sind halt, wie gesagt, so Schälchen. Da kann man bestimmt noch Deko reinmachen oder so. Ja. Mal sehen. Dann habe ich noch Post von der lieben Letizia bekommen. Weihnachtspost. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde es aber jetzt nicht aufmachen. Ich werde es zu den anderen Geschenken unter meinen Weihnachtsbaum legen, um es einen Heiligabend zu öffnen. Das ist übrigens mein Adventskalender. Den nicht. Aber schaut mal. Alles Geschenke. Und jetzt der Zug steht auch schon hier. Finde ich voll schön. Mein Weihnachtsbaum. Dann habe ich noch Post von Make-A-Wish bekommen. Schaut mal. Das ist ein handgezeichnetes Bild von Ulrich Schröder. Wer Ulrich Schröder nicht kennt, das ist der Mickey-Maus-Heftzeichner, schon seit 20 Jahren, glaube ich, circa. Da gab es ja auch die eBay-Versteigerung von Make-A-Wish, ganz am Anfang unserer Weihnachtskampagne. Und wir haben auch ein Bild bekommen von ihm mit eigener Widmung, mit dem Make-A-Wish-Stern. Also noch persönlicher geht's nicht und es ist eine wahnsinnig tolle Erinnerung an die tolle Weihnachtskampagne, an meine erste Weihnachtskampagne dieses Jahr mit Make-A-Wish, hoffentlich die letzte. Genau, also das ist ein wahnsinnig tolles Geschenk. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird einen ganz besonderen Platz in meiner neuen Wohnung finden, weil sowas kann man nicht kaufen. Das ist unbezahlbar und ja. Es ist der Wahnsinn. Dann gab es noch eine schöne Weihnachtskarte mit ganz, ganz lieben Worten. Die werde ich aber nicht vorlesen. Genau, also ja, vielen, vielen Dank an Make-A-Wish. Und gerade als ich die ganzen Stories aufgenommen habe für Instagram, kam mein neues Baby. Da ist sie, meine neue Kamera. Ich packe sie gleich mal aus. Aber ich werde noch nicht vloggen können damit, weil ich jetzt los muss zum Einkaufen. Sonst bin ich nicht zu Hause, wenn Brina kommt. Aber ich würde sie gern schon mal testen, aber das muss noch ein bisschen warten. So, immer noch mit der alten Kamera. Die neue hatte ich nun leider keine Zeit zu testen, weil wir, wie ihr sehen könnt, gestern sehr beschäftigt waren mit euren Gewinnen. Die gehen jetzt alle auf Reisen und fahren jetzt zur Post. Die Post wird sich freuen. So, wir haben die Pakete weggebracht. Jetzt haben wir uns zur Burg Schloss Namedi aufgemacht. Und hier sind wir. Da ist es sehr schön, sehr ruhig gelegen. Die Sonne scheint. Und da haben wir sogar einen Weihnachtsbaum. Ja, eine sehr, sehr schöne Location hier.
So, wir haben jetzt hier einige Outfits schon geshootet. Ich im Phantasia-Outfit. Brina hat jetzt gerade nur ihren Bell-Pullover an. Hat eben noch Cinderella angehabt. Du hast auch Phantasia und Arendelle. Frozen. Genau. Haben wir alles geshootet. Hier ist der Innenhof von der Burg Schloss Namedi. Genau, da ist das Schloss. Und das wird gar nicht weit weg sein von meiner neuen Wohnung. Deswegen kommen wir bestimmt mal im Sommer oder im Frühling nochmal her. Aber da vorne ist noch ein Weihnachtsbaum. Dann machen wir noch ein paar Weihnachtsbilder. So, wir machen gerade eine Pause, denn wir waren schon super fleißig. Wir haben Bilder gemacht, wir haben Videos gedreht. Und jetzt haben wir gedacht, wir trinken mal einen Kaffee. Aber nicht nur einen, sondern einen Nutella Macchiato. Und wir zeigen euch natürlich, wie der funktioniert. Ich habe auch noch keinen probiert. Brina ist hier. Ich liebe das und es geht total easy. Ich habe einen normalen Kaffee gemacht, dann habe ich hier so einen Milchaufschäumer. Gibt es bei dem großen A und dem Zone am Ende. Genau, ist einfach ein normaler Milchaufschäumer. Damit habe ich jetzt Milch aufgeschäumt und hier reingemacht. Und jetzt sieht es so aus. Und dann nehmt ihr einfach einen langen Löffel, macht eine ordentliche Portion Nutella drauf und kippt das da rein. Fertig. Das löst sich auf, das wird richtig pornös, würde ich sagen. Ja, und cremig. Für die Winterzeit könnte ich mir aber das Ganze auch mit Spekulatiuscreme vorstellen. Ich habe auch nur noch Nougatcreme da. Das wäre auch gut. Von Mövenpick, diese, die nach Bueno-Creme schmeckt. Mm, kann ich mir auch gut vorstellen. Danach können wir dann noch einen trinken. Ja, dann können wir heute Nacht schlafen. Ja, müsst ihr mal testen. Prost. Prost, ich muss mir noch einen machen. Sieht los. So, Simone hat mir jetzt ihre Mövenpick-Haselnusscreme in die Hand gedrückt. Die schmeckt wie Bueno-Creme. Die macht sie sich jetzt in ihren Kaffee und wir probieren das gleich mal, ob das auch schmeckt. Ich muss noch mal ein bisschen Milch aufschreiben. So. Da bin ich mal gespannt mit meiner schönen Weihnachtstasse. Darfst du kurz rühren und dann probieren. Ich muss aber ein bisschen warten. Ich trinke den Kaffee nicht so heiß. Ich auch nicht. Wir berichten dann. Oder ich berichte. Brina kennt das ja. Also es ist fast wie so, es gibt ja immer diese Schokolade, wo du auch so eine heiße Milch reinmachen kannst. Mhm. Hier ist ja das ähnliche Prinzip. Ich mag das. So, unser Essen ist fertig. Sieht lecker aus. Schnitzel mit Kartoffelveggies. Was mich gewundert hat, die Kartoffelveggies waren echt easy. Ne? Und die riechen auch super gut. Ja, also guten Appetit. Ja, es ist der 4. Advent. Erstmal schönen 4. Advent. Das Video wird wahrscheinlich aber trotzdem später erst kommen. Ja, Weihnachten ist in 4 Tagen und in 5 Tagen sehe ich meinen Freund. Freue mich sehr. Ich bin jetzt schon fertig gemacht, weil ich jetzt gleich zu meiner besten Freundin fahre. Wir feiern nämlich Weihnachten vor. Zusammen, weil wir uns dann nicht mehr sehen werden, bis ins neue Jahr. Und dann beschenken wir uns heute und ja, ich halte die Kamera schief, weil ich habe jetzt heute kein Stativ drauf. Es ist nämlich immer noch die alte, aber die neue zeige ich euch jetzt. Und dann filme ich auch das Ende noch mit der neuen Kamera, damit ihr den Unterschied dann noch sehen könnt. Genau, die Geschenke von meiner Freundin zeige ich euch dann im nächsten Vlog. Und dann auch Weihnachten und die Fahrt in die Schweiz. Genau, aber erstmal Gewürze. Kräuterquark-Gewürz und heute war Bolognese-Gewürz drin. Machen wir das erstmal zu Ende, bevor ich euch mein neues Baby-Kamera-Ding zeige. So, in Rituals war einmal eine Bodycreme drin, die Happy Butter Creme und heute war wieder eine Kerze drin. Also Kerzen gibt es einige in dem Adventskalender. Ansonsten zeige ich euch später noch mein Outfit, bevor ich gehe. Aber, genau, gestern hatten wir im Badefee ein Shampoo, ein festes Shampoo und heute war Nagelbalsam drin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil Nagelbalsam kann man nie genug haben. Und in meinem Maybelline Adventssonntagskalender, also ich habe alle Adventssonntage und Heiligabend drin, war heute dieser Lippenstift drin, 310, ja. Ich glaube, ich trage den gleich mal auf. So sieht der Lippenstift aus. Ist auch so ein schöner Stift, gut zum Auftragen. So, und jetzt zeige ich euch mal die Kamera von Namen. Da ist sie. So sieht die Kamera aus, die ZV1. Sie ist gemacht extra fürs Vloggen
Genau, sie ist dafür optimiert. Deswegen gibt es hier auch keinen Blitz mehr. Dafür gibt es hier so einen, also der Muff wurde dazu geliefert. Der war mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit einer Hand den hier rauskriege. Yep. Und zwar kann man dann hier rein sonst ein externes Mikrofon drauf machen, was mir auch immer wichtig ist für den guten Ton. Oder einen Blitz, also ein Licht, ein externes. Genau, damit man gut ausgeleuchtet ist. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Erweiterung. Und das ist das Mikro extra groß für einen sehr guten Ton. Wie gesagt, ich werde gleich das Ende mit der neuen Kamera drehen. Ansonsten ist sie sehr simpel gehalten. Hat wenig Knöpfe. Jetzt fokussiert er den Stick. Genau, sehr wenig Knöpfe vorne. Also nichts Spektakuläres von außen, aber von innen eine ganz, ganz tolle Kamera. Ist schon fettige Finger hier drauf, aber ich habe da schon eine Folie drauf, deswegen ist hier so ein kleines Pünktchen, weil da ein Staubkorn drin geblieben ist. Ja, also ich mache den Muff da gleich wieder drauf und das ist der passende Tripod, mit dem man dann per Bluetooth die Kamera steuern kann. Ihr seht schon, es blinkt. Foto aufnehmen, Video zoomen. Ja, also sehr, sehr praktisch. Damit kann man die Kamera auch hinstellen. Wird dann mein täglicher Begleiter zusammen mit der Kamera. So, und jetzt wechsle ich mal. So, da ist sie, meine neue Kamera. Der Bildschirm ist jetzt da. Deswegen, wenn ich immer so ein bisschen nach von mir aus rechts gucke, verzeiht es mir. Aber da ist sie. Was ich auch gut finde, ist, man sieht, wenn es aufnimmt, da brennt nämlich ein rotes Lichtchen. Ja, bin sehr, sehr gespannt, was ich alles mit der Kamera machen werde, wie ich es austesten werde. Wie es am Ende aussieht, man kann auch in 4K aufnehmen. Das mache ich mache gerade HD, weil ich nicht die passende SD-Karte habe. Ich habe dieselbe jetzt benutzt wie von der anderen Kamera. Aber das wird auf jeden Fall noch folgen und ich muss mal ein bisschen gucken. Aber es sieht schon sehr gut aus im Bildschirm. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch, wie mein Outfit heute aussieht und mache dann das Ende vom Vlog. So, jetzt seht ihr mal die Kamera im Spiegel, wie das Ganze aussieht mit dem Licht. Ich habe jetzt das Ding, die Fernbedienung nicht gedreht. Ansonsten, ja, sieht sie bisher ganz gut aus. Ansonsten mein Outfit, ich habe einfach eine Bluse an, ein Dutt, den Lippenstift habt ihr schon gesehen, den Disney-Gürtel in Gold, eine Leggings und Overknee-Stiefel. Genau, und mein neues Baby, meine neue Tasche, die habe ich mir vor ein paar Wochen gegönnt, genau. Ja, das ist mein Outfit und jetzt fahre ich gleich zu meiner Freundin. Ja, das war sonst Monis Magic Vlog hier am Ende mit meiner neuen Sony ZV-1. Falls euch mehr zu der Kamera interessiert, technische Daten, was die also drauf hat, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich beschäftige mich ja auch mit Kameras und wenn ich sie neu bekomme, um die perfekte Einstellung zu bekommen. Ich mag es aber klein und kompakt, so wie die ZV-1 jetzt ist. Es gibt natürlich größere, sehr qualitativ hochwertige Kameras, aber das ist mir einfach zu groß und zu schwer. Deswegen hoffe ich, dass ich mit der ZV-1 sehr zufrieden bin. Danke nochmal an meinen Schatz, der sie mir geschenkt hat zu Weihnachten. Ansonsten wollte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und frohe Weihnachten, also weil der nächste Vlog wird dann nach Weihnachten online kommen. Also wünsche ich euch schöne Weihnachtstage, genießt die Zeit mit euren Liebsten im engsten Kreis und wir sehen uns aus der Schweiz spätestens.